Hallo, mein Name ist Nadja Koch. Ich leite die Wildvogelhilfe Koch e.V. Wir sind jetzt seit 2019 Verein. Unsere hauptsächliche Arbeit besteht darin, wir pflegen kleine Singvögel. Unser Hauptgebiet sind Schwalben und Mauersegler, pflegen aber auch Spatz bis zur Taube, Wassergeflügel, wobei wir nur die Notversorgung machen, bis sie stabil sind. Und dann gehen sie in andere Stationen. Die Vögel kommen aus verschiedenen Landkreisen sogar. Wir sind hier im Landkreis Miltenberg und unsere Station ist in Wörth am Main. Aber unser Einzugsgebiet hauptsächlich geht Landkreis Aschaffenburg auch. Baden-Württemberg haben wir mit dabei. Und für die Überwinterung von den Schwalben kommen sogar die Vögel noch weiter her, weil es da nicht so viele Stationen gibt. Also wir haben teilweise Kurierfahrer, wo das machen, wenn sie privat gefunden werden. Die Leute fahren dann selber. Wir haben auch immer ganz tolle Finder, wo wirklich weit fahren und sagen, Hauptsache dem Vogel wird geholfen. Wir wollen ihn nicht einfach sterben lassen. Ich liebe Schwalben schon immer und deswegen habe ich mich auch so spezialisiert. In diesem Haus ist mein Elternhaus. Die Vögel sind im Durchschnitt, wenn sie relativ frisch geschlüpft kommen, bis zu 6 Wochen, manchmal auch länger, weil die Gruppen immer zusammen entlassen werden in Freiheit. Und hier die Schwalben, wo zur Überwinterung dann sind, die bleiben bis zum Frühjahr. Klar, wir verlieren auch Vögel, aber jeder Vogel, was hier rausgeht, das ist das Glück pur, weil man weiß, man hat es geschafft und das wiegt alles andere auf. Also egal, wie viel Stress man gehabt hat, dieser Moment, wo ein Vogel startet, man weiß, man hat es geschafft. Ja, die Vögel hier haben ein ganzes eigenes Stockwerk mit 80 Quadratmeter, weil wir Platz gebraucht haben. Vorher hatte man nur ein kleines Zimmer und unsere Auswilderungsvoliere. Und dass immer mehr Vögel von Jahr zu Jahr gewonnen sind, haben wir uns entschlossen, die Wohnung oben zur Verfügung zu stellen. Ich war total überrascht, dass ich den Bayerischen Tierschutzpreis bekomme. Ein stolzer Preis, also nicht nur das Geld, sondern auch, dass es einfach anerkannt wird.